Nationalstürmer Dominik Kahan hat in der NHL mit den Chicago Blackhawks trotz einer Aufholjagd die nächste Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen die Dallas Stars machten die Blackhawks aus einem 0:3 ein 3:3, verloren aber am Ende 3:4. Chicago muss weiter um den Einzug in die Playoffs bangen. Mats Zuccarello, am Samstag von den New York Rangers nach Dallas gewechselt, bereitete im ersten Einsatz für seinen neuen Club das 1:0 vor und erzielte das 3:0 selbst. Im dritten Drittel konnte der Stürmer wegen einer Verletzung nicht mehr mitwirken. Den Sieg machte Jason Spezza perfekt 49. Kahan bekam 14:52 Eiszeit und blieb ohne Scorerpunkt. Der frühere Münchner gab keinen Torschuss ab.